Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dich heute teilhaben lassen zu dürfen an dieser wunderschönen Qigong-Übung, die uns helfen kann, in den Schlaf zu finden. Die Schlafstörung ist ja ein häufiges Problem in den Wechseljahren. Und diese Übung, die habe ich nicht nur mit vielen, vielen Patienten oder Kursteilnehmern schon erproben dürfen, sondern auch kann aus eigener Erfahrung sprechen, wie wunderbar diese Übung wirkt. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Ruppert. Ich bin seit 2006 Heilpraktiker und zum Heilpraktiker bin ich auch über das Qigong gekommen, das ich jetzt seit über 20 Jahren selber praktiziere und eben auch sehr, sehr viele Kurse gebe und mittlerweile auch Ausbildungen. Also mittlerweile sind jetzt auch schon wieder 10 Jahre. Und am ZFN darf ich hier ja auch die TCM-Grundlagen unterrichten. Da haben wir einmal im Jahr so 20 Abende im Online-Blog und eben auch ganz viele Qigong-Seminare und Kurse. Das heißt, auch wenn du selber mal Qigong-Kursleiter werden möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit. Ja, und heute wollen wir mal reinschauen in eine Form von Qigong-Übung. Normalerweise kennt ihr vielleicht diese bewegten Übungen und das ist aber natürlich nicht alles, was wir im Qigong machen. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Vorstellungskraft, mit der Atmung und mit der inneren Energieführung. Und aus diesem Bereich des Qigong heute eine Übung, die dazu dient, die inneren Kräfte zu stabilisieren. Ich habe hier eine kleine Grafik aus dem Buch Wuji Yuan Gong von Liu Junfeng mitgebracht. Und man sieht, wir beginnen nachher hier mit der Zirkulation des Qi um den Bauchnabel herum. Das ist unser unteres Kraftzentrum. Und genau hier mangelt es in den Wechseljahren an Energie. Hier gehen die Energien verlustig sozusagen durch den ganz natürlichen Alterungsprozess. Und diese Übung kann uns eben unterstützen, die Energien hier zu harmonisieren, in Bewegung zu bringen, gestaute Energien wieder ins Fließen zu bringen und mangelnde Energien wieder aufzufüllen. Wie funktioniert das? Indem wir die Aufmerksamkeit ausrichten. Und da unsere Hände in der Aufmerksamkeit sehr, sehr präsent sind, kann es eben unterstützend hilfreich sein, dass du mit dem Finger, ich bin jetzt hier noch nicht ganz sichtbar, aber wenn das hier mein Bauchnabel wäre, kreist du vielleicht am Anfang so mit dem Finger um diese Linien, die ich dir jetzt hier gleich erkläre, sodass es dir leichter fällt, mit der Aufmerksamkeit diesem Energiestrom zu folgen. Das muss man aber nicht machen, sondern es reicht auch aus, sich innerlich auf diese Bereiche zu konzentrieren. Die Aufmerksamkeit führt sozusagen und dann aber auch hinspürt und gucken, was da wahrhaftig passiert. Und jetzt ist die Idee, ich stelle euch hier heute in dieser verkürzten Zeit eine vereinfachte Variante vor. Die Idee ist eben am Bauchnabel zu beginnen, auf der linken Körperseite nach oben um den Bauchnabel herum zu steigen, so wie es hier in der Grafik dargestellt ist, und dann auf der rechten Körperhälfte wieder nach unten zu sinken. Insgesamt kreist man 9 Mal um den Bauchnabel herum. Und du kannst, wenn du möchtest, deine Atmung verwenden. Ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, vor allem wenn jemand noch gar nicht Qigong praktiziert hat oder mit Atemtechniken gearbeitet hat, weil die Atemführung, die verleitet uns dazu, dass wir in eine künstliche Atmung, in eine Atemtechnik verfallen. Und das möchte ich nicht. Sondern es geht eigentlich nur darum, die natürliche Atmung zu beobachten. Und wenn du spürst, dass du einatmest, dann hat es so einen leicht hebenden Effekt und die Aufmerksamkeit folgt auf der linken Seite des Bauchnabels nach oben und beim Ausatmen kann uns das unterstützen, wieder nach unten zu kreisen, unter den Bauchnabel. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten. 9 Wiederholungen. Einatmen nach oben um den Bauchnabel. Ausatmen nach unten und so weiter. Dann nach 9 Wiederholungen
kreisen wir nicht mehr, sondern wir steigen nach oben einmal zur Brust auf, Shansong, also die Mitte des Brustbeins sozusagen. Und beim Ausatmen sinken wir auf der Senkrechten wieder nach unten bis in etwa auf Höhe des Schambeins. Dort teilt sich der Strom. Das heißt, du kannst einmal einatmen, ausatmen bis zum Schambein, dann kannst du eine Atempause machen, also sprich nochmal einatmen. Und mit dem nächsten Ausatmen teilt sich jetzt der Strom ins rechte und linke Bein und wir fließen auf der Beininnenseite nach unten. Ich erkläre jetzt heute auch gar nicht die ganzen Meridiane, die hier beteiligt sind. Das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, aber das, wer sich auskennt, weiß schon, auf welchen Strukturen wir hier unterwegs sind. Wir sinken also auf der Beininnenseite nach unten und kommen über den Fuß unten auf die Fußsohle. Das ist diese Darstellung hier in der Mitte. Da siehst du den Yongchuan, die sprudelnde Quelle, der Niere 1 Punkt. Und dann von dort aus mit dem nächsten Einatemzug gehen wir auf der Beinrückseite nach oben bis zum Kreuzbein. Jetzt kann es sein, dass diese längeren Strecken bei dir auch mehrere Atemzüge in Anspruch nehmen. Das macht gar nichts. Das heißt, du kannst wie hier oben auch vom Brustbein herunter sinken, ausatmen. Kurzes Einatmen, ausatmen. Vielleicht kommst du bis zum Knie. Kurzes Einatmen und ausatmen bis zur Fußsohle. Dann einatmen auf der Rückseite nach oben. Vielleicht bis zur Kniekehle. Kurzes Ausatmen. Dann einatmen bis zum Kreuzbein. Wieder kurze Pause. Und vielleicht sind sogar mehrere Atemzüge. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. Und dann sind wir oben am Dazui, also Prominenz. Von dort aus teilt sich der Strom jetzt wieder, der sich hier unten am Kreuzbein vereinigt hatte. Der teilt sich nach rechts und links und wir gehen über die Schultern durch die Achseln. Jetzt wechseln wir hier die zur nächsten Grafik, also wir kamen jetzt von der Rückseite durch die Schultern, durch die Achseln und kommen jetzt auf der Arminnenseite nach unten bis zum Mittelfinger. Ausatmen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn du es nicht in einem Ausatemzug machst, dann machst du in mehreren. Auf der Mittelfingerkuppe wechseln wir jetzt auf der Armaußenseite wieder nach oben. Einatmen bis zurück zum Dazui. Am Dazui vereinigen sich die Ströme von rechts und links. Und wir steigen auf der Kopfhinterseite bis in diese Mulde im Nacken auf. Und wieder teilt sich der Strom. Wir umkreisen einmal das Ohr, oben am Ohr vorbei, nach vorn und unterm Ohr zurück, nach hinten zur Mulde. Jetzt geht der gedankliche oder der Strom der Aufmerksamkeit, der Energiestrom, durch den Schädel hindurch. Also es ist keine Linie außen am Kopf jetzt, sondern es ist quasi wie eine Verbindungslinie von hinten nach vorn zum dritten Auge. Aber wir halten noch mal kurz am Nivan, also an einem Mittelpunkt in unserem Schädel, machen wir eine kurze Pause und dann weiter zum dritten Auge. Innehalten. Und dann einmal schlucken, mit Speichel schlucken und du folgst mit dem Schlucken wieder hinunter und kehrst wieder zurück zum Ursprung. Das heißt, wir sinken nach unten wieder um den Nabel und schließen ab oder machen den nächsten Zyklus. Also nochmal um den Bauchnabel kreisen, ein, aus, 9 Wiederholungen zum Brustbein hoch und runter zum Schambein. In zwei Strömen auf der Beininnenseite zum Fuß, auf der Fußsohle und dann auf der Beinrückseite zwei Ströme nach oben zum Kreuzbein und ein Strom zum prominenten Wirbel. Es teilt sich in zwei Strömen. Auf der Arminnenseite zum Mittelfinger, auf der Armaußenseite wieder zurück zum Dazui.
Einatmen nach oben in die Mulde und einmal ums Ohr herum und wieder zurück. Und dann durch den Schädel zum dritten Auge. Nach unten schlucken, der Aufmerksamkeit folgen und wieder zurück zum Nabel. So, das ist jetzt natürlich noch nicht die Übung, sondern das ist jetzt erstmal das Kennenlernen. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du Lust hast, die Übung auszuprobieren, dass du einfach mal zusammen mit den Folien hier, mit dem Video einfach ein paar Mal, dass die Abläufe eingeprägt werden, das Ganze durchgehst für dich innerlich mit dem Bild oder auch mit dem Finger, dass du das so nachmalst. Und wenn dann im Kopf so einigermaßen der Ablauf klar ist, dann machst du dir auf jeden Fall im Liegen bequem, ja, weil die Übung soll uns ja helfen, in den Schlaf zu finden. Das heißt, du machst es ganz bequem im Bett und liegst auf dem Rücken und dann beginnst du, wenn du magst, eben begleitet durch die Berührung auf der linken Seite aufsteigen und so weiter. Ja, meine eigene Erfahrung mit der Übung ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, wo ich sie regelmäßig praktiziert habe, weil ich nämlich selber damals in meinen Wechseljahren als Mann, also in der Midlife Crisis, wir Männer sind ein bisschen früher dran, unser Leben geht ja auch nicht so lang wie das der Frau. Und da hatte ich dann auch solche Phasen der Schlaflosigkeit, die mich da wirklich lang gequält haben. Aber das war eines der Tools, die mir wirklich immer wieder sicher in den Schlaf geholfen haben. Und wenn ich dann mit dieser Atemtechnik, mit einer betonten Ausatmung gearbeitet habe, das hat dann gleich noch einen Effekt auf die Atemgase, die sich schlaffördernd verschieben, so dass, wenn du viel ausatmest, einfach auch ganz ruhig werden kannst und das Nervensystem beruhigt sich. Und meistens habe ich es nicht ein einziges Mal geschafft, den ganzen Ablauf durchzuüben, weil ich vorher schon eingeschlafen bin. Vielleicht habe ich es zweimal geschafft, aber dreimal habe ich es, glaube ich, gar nie geschafft, dass ich diesen Atemzyklus komplett durchgegangen bin. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Schreib mir auch gern mal, wenn du Lust hast, eine Nachricht, wie es dir damit ergangen ist. Oder wir sehen uns in einem der Seminare in der Qigong. In den Qigong-Seminaren gibt es am 6. März noch einen kostenlosen Schnupperabend zum Meridian Qigong. Mitte März haben wir ein Präsenzseminar in München zum Meridian Qigong. Oder wir starten auch im März mit der Psychosomatik-Reihe. Vielleicht hast du daran Interesse und wir sehen uns dann in diesem Kurs. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Freude noch am ZFN.